Servus, ihr Genussmenschen hier auf YouTube. Heute war es nochmal ein richtiger heißer Tag, gell? Aber es wird jetzt bald vorbei sein. Leider. Ich gesagt, jetzt machen wir nochmal ein Video, gell? Wer weiß, wie es ab morgen dann ausschaut, das Wetter. Gerade von der Arbeit haben wir richtig geschlaucht heute. Und jetzt gönne ich mir ein Feierabendbier, gell? Ob das manchen hier passt oder nicht. Und zwar habe ich mir da ein schönes Augustiner Oktoberfestbier hergekriegt. Ich bin eigentlich nicht so der Augustiner-Fan, was das Helle anbetracht in der Flasche. Gell? Aus dem Fassel mag ich schon, aber das normale Helle aus der Flasche bin ich nicht so der Fan. Aber Oktoberfestbier, das ist ja ein besonderer Edelstoff, das müssen wir schon geben. Mir zwar. Hier haben wir das einmal ein. Probiert eigentlich immer sämtliche Sorten durch, ob das Löwenbräu ist, Paulaner, gell? Hackerbschor oder Spaten, egal. Aber jetzt habe ich einen Durst, Prost auf euch. Oh, ist das gut oder ist das nicht gut? Weiß ich nicht. Das ist gut. Es soll gar nicht so ein langes Video heute werden, eher ein bisschen spontanes, weil mir gesagt haben, was machen wir denn, was machen wir denn? Und da hat Evi mal vom Netto was mitgebracht. Gell? Und einfach so zum Probieren. Und ich bin ja ein Fan von zum Beispiel Pressack. Einen schwarzen mag ich nicht ganz so gern, aber einen roten oder einen weißen oder einen Hausmacher, die mag ich. Gell? Also Evi auch. Und da gibt es jetzt, ich weiß nicht, ob es den schon lange gibt, keine Ahnung. Auf alle Fälle von Fischer, also beim Netto, bei uns auf jeden Fall, Schweinskopfsülze mit Gurke. Ja, und mache ich das gleich nochmal auf, weil ich habe es eh schon aufgemacht. Und da habe ich mir heute mal einfach die Hälfte raus, da, weil mir das eigentlich gelangt. Evi hat so was anderes gemacht. Also 200 Gramm, 400 sind drinnen. Und habe mir den sauer gemacht. Gell? Also so mit ja, Salz, Pfeffer nochmal hier. Dann Essigöl, das war es eigentlich, man kann Zwiebeln. Das jetzt. Zwiebeln? Ah ja, eine kleine Zwiebel habe ich noch nicht geschnitten, genau richtig. Man kann das jetzt natürlich noch mit Schnittlauch, mit Radieserl verfeinern oder noch zusätzlich ein Gurkerl, Essiggurkerl knallschneiden und den Sud ein bisschen mit rein von den Essiggurken. Aber es muss gar nicht, also dieses ja, Schweinskopfsülze mit Gurke da. Das verfeinert mit den Zutaten, was ich jetzt gesagt habe, schmeckt gigantisch. Gell? Mhm. Also ein Hammer. Für mich zweimal ein Essen. Und was hast du mir dazu gemacht? Ich habe mir Brocken dafür dazu gemacht. Ja, mir hätte ein Bauernbrot nochmal angelangt, aber Brocken dafür dazu. Gell? Das ist ja nochmal eine andere Nummer, sage ich jetzt einmal. Und das zeige ich euch nachher, das werde ich mir jetzt da schnell schmecken lassen. Und ja, was rauchen wir denn überhaupt heute? Genau. Ich habe da Dennis Tonti Pfeife, wirklich ein schönes Stück. Diesen Weg Dennis, gell? Großer Meister. Freut mich, dass bei dir alles super ist. Wirklich eine schöne Pfeife und was ich zurzeit eigentlich immer rauche, Huber Golden Fleck. Den habe ich drin. Das ist wieder ausgegangen. Das ist halt so. Aber ich freue mich jetzt schon auf diese saure Schweinskopfsülze. Ich habe es im Kühlschrank da natürlich ein bisschen durchziehen lassen. Gell, so eine halbe Stunde ist langteilig, oder ihr könnt es auch eine Stunde lassen. Aber ich lasse mir jetzt noch ein bisschen das Pfeifel schmecken. Ich mag erst mal ein bisschen runterkommen. Ja. Hey, du bist ja auch noch nicht so lange da, Evi. Und genieße da das schöne halbe Oktoberfestbier vom Augustiner. Prost, Evi. Prost. Evi trinkt ein kleines Weinerl. Ja. Prost. Ja, wie gesagt, ein bisschen runterkommen. Ein bisschen Pfeife rauchen. Und dann zeige ich euch, wie lecker so ja, Schweinskopfsülze mit Bratkartoffeln ausschaut, falls man sowas mag.
Das ist einmal Voraussetzung. Also, bis gleich. Ja, und so schaut das jetzt aus, gell. Wunderbar schaut das aus. Oh, hab ich einen Hunger. So schaut das jetzt aus. Schaut sich mal das an. Eieieiei, da hab ich das probiert. Brokkoli. Was denn? Brokkoli. Ganz gut. Ja. Und diese Schweinskopfsülze ist sauer. Von dem Kleidl. Eigentlich dicht. Da brauche ich nichts aus bei so einem Wetter. Es war richtig schwül halt bei uns auf der Baustelle. Und da ist das einfach das richtige Essen. Wie man es mag, vorausgesetzt. Auch Kleinigkeiten können Genuss sein. Wie was kostet das Glas? Weißt du das auswendig? 2,49. Also das Glas mit 400 Gramm, 2,49 bei Netto. Ja, Kartoffeln glaube ich waren es 3. Da können Sie ja selber ausrechnen. Was ein leckeres Gericht überhaupt mit Eier sein muss und schmeckt ohne Ende. Recht so. Hammer. Jetzt ist es mit meiner Evi. Das war's wieder für heute. Sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Servus aus Bayern.